Jo, die Gegner haben einen 907er und Vickers 3, also zwei Spezialpanzer. Wir haben den 279er. Und der Gegner hat schon die rechte Flanke, so gesehen, für sich erobert. Wo 79er von uns müsste eigentlich nicht so weit vorfahren, weil er hat so gut wie gar keine Hilfe, ne? Trotzdem fährt er da so weit an die Front. Ja, jetzt kommt nämlich das Problem, dass wir die Mitte nicht besetzt haben. Ja, ich fahre einen Heavy, es gibt viele Artis und TDs. Und wir sind auf einer offenen Map unterwegs. Beste Voraussetzungen, um zu versagen. Ja, unser Team reagiert halt nicht auf die Minimap, ne? Die Gegner greifen unsere Basis an, die müssen jetzt schon längst mal zurückfahren zu uns. 279er schmeißt sich weg, viel zu weit vorgefahren, alleine. Macht halt keinen Sinn. Warum ist man so aggressiv hier unterwegs, obwohl wir hier nur zu zweit oder zu dritt sind, ne? Entspannt euch doch mal ein bisschen. Ja, dieser 279er schrottet sich gerade komplett. Die Leute im Wald reagieren nicht, kommen nicht her. Und dieser 279er hat es eilig zu sterben. Was macht denn der da die ganze Zeit? Ey. Ja, auf mich schießen, ja, weil du selber irgendeine dumme Scheiße spielst. Ja, und ich bounce an einem FV. Ja, und muss mir natürlich die Jagdpanzerschelle fressen, ey. Weil unser Botlowski-Team nicht reagiert. Und am allergeilsten sind die Artis, die fahren hier nicht weg. Wie unsere Artis einfach zu blöd sind, da mal ihre Position zu verändern. Ja. Man möchte seine Position einfach nicht verändern, ne? Viel zu aggressiv der 279er, ne? Wieder so typisch 279er Bot, der in meinem Team landet. Der sieht, der ist da alleine und fährt trotzdem volle Pulle ins Kreuzfeuer. Unser FV steht so weit hinten, dass er auf nichts schießen kann. Die beiden Artis bewegen sich einfach nicht weg, obwohl sie sehen, dass die Flanke fällt. Also wie viel Schrott-Gameplay möchtest du denn in einem Team vereinen, Alter? Die Artis hatten jetzt minutenlang Zeit abzuhauen, haben sie aber nicht gemacht. Ja, und die Leute im Wald haben auch kein Interesse, mal zurückzufahren und zu helfen, ne? Es ist schon Botlowski-mäßig hier gespielt worden, ne? Von allen Seiten.
Ja, und wie immer hat der 279er in meinem Team nicht länger als 2 Minuten gelebt. Na, das kennt man ja, ist ja nichts Neues. Mediums hocken alle im Wald, Scout hockt im Wald. Wir haben die Mitte nicht besetzt, wir haben keine Map Control. Base Dev nicht vorhanden, zwei Noob-Artis, die sich nicht wegbewegen. Ein FV, der so weit hinten steht, dass er gar nicht schießen kann. Bruder, jeder Einzelne hier hat einfach die massivsten Fehler gemacht, die man machen kann, ne? Von Heavy bis Scout bis Medium bis TD ist alles an Fehlern vorhanden. Ja, und die andere Arti, stur wie sie ist, fährt sie nicht weg. Es kommt kein Spot von den Mediums oder von den Scouts, ne? Unser Manticore spottet halt gar nichts.
Tja, und ich als Heavy muss hier Spot liefern. Arti rotz daneben. Tja. Artis rotzen permanent daneben. Jo, der FV sitzt tatsächlich da hinten und hat gar keinen Bock auf irgendwas zu schießen, dieser Typ, ne? Der ist legendär, Alter. Der war auch vorhin schon AFK. Und macht seinen Schuss natürlich nicht. Ach komm, Bro, den hast du dir verdient. Der Mr. AFK-Bot, der gar keinen Bock hat, Alter. Der hat einfach die ganze Zeit da gewartet, bis ich sterbe. Und ist dann erst vorgefahren. Und vorhin saß er so weit da hinten, dass er auf nichts schießen konnte. Der Typ ist legendär. Und meine beiden Artis kriegen den Heavy auch nicht tot, ne? Ist klar. Absolut Legende, der FV. Ja, dreh dich lieber um, anstatt zu kämpfen, ne? Legendärster FV-Fahrer of the old time. Beide Artis immer noch nicht in der Lage, hier mal was rauszunehmen. Und der E4 macht seinen Schuss auch nicht. Und er macht seinen Schuss. Nur noch Bouncer auf den IS-4, Alter. Ist das geil. Alle sind an dem gebounced. Die dicksten TDs. Und Arti hat schon wieder daneben gerotzt, Alter Schwede. Es ist der Knaller. Dieser legendäre IS-4 hat sämtliche TD-Schüsse abgewehrt, Alter, mit seiner Panzerung. Angeblich der Unbesiegbare, Alter. FV, zwei, dreimal gebounced, E4 gebounced und Artis rotzen permanent daneben, Alter. Brutal, brutal. Ja, und er macht auch den Schuss natürlich. Wow, das war der Super Hardcore Unicom IS-4, Alter. Der Legendäre. Der alles wegschießt und alle Schüsse bounced. Bester Mann, Alter. Der Cheater des Jahrtausends mit dem Schutzschild von Wargaming, Alter. Der war ausgestattet mit dem Cheater-Schutzschild des Todes. Keiner durfte den penetrieren. Ganz klare Sache. Unser FV, der legendäre Botlowski, Alter. Guck dir den an.
10 Schuss hat der gemacht, aber nur ein Schuss hat Schaden gemacht. Ah, legendär. Natürlich landest du bei mir im Team, ne? Ist doch klar, Junge. Absolute Legende, die IS4, Alter. Bruder. Ja, der Botlowski mit 3000er WOT-Wertung kriegt natürlich von Wargaming einen extra Schutzschild, damit den keiner rausnehmen kann, ne? Auf einmal ist das ein Super Unicorn, Alter. Unfair Matchmaking. Made by Wargaming. Juhu! Der 907er im Gegnerteam. Jawohl, Skipopolski. Was kann Wargaming? Unfaires Matchmaking. Da sind die Spezialisten drin, Alter. Aber zumindest bei Akko, ne? Bei anderen Streamern eher weniger. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es gibt auch gar keine Artis, lustigerweise. Das heißt, der 907er im Gegnerteam kann unbehelligt hier durch die Gegend düsen und alles wegschießen, ne? Es gibt ja keine Artis, die den aufhalten könnten. Ziele auf. Keiner schießt. Beste, wo gibt. Jawohl, Skipopolski. Ja, absolut gar keiner hat Bock auf den Typen da, ne? Diese Map ist aber auch eine schwierige Map, ich sag's euch. Yo. Höchstwahrscheinlich. Ah. Sie an, sie an. Wow. Legendary, Allah.
Turmseite bounced mit Gold, okay. Unser Team macht es viel spannender, als es eigentlich notwendig wäre, ne? Wir könnten schon längst gewonnen haben, wenn die sich alle mal bewegen würden. Tun sie aber nicht. Deshalb vorsichtshalber mal in den Cap rein, ne? Ja, es platzen immer mehr Leute, ne? Es ist schon legendär, ne? Wir haben wieder ewig campende TDs und Autoloader und whatever, ne? Wie gesagt, wir hätten jetzt schon längst gewonnen. Ach, jetzt sind alle tot. Oh, das ist ja nett. Das ist ja super nett, Alter. Ja. Tja. Winrate ist heute komplett hinüber. Unfair Matchmaking made by Wargaming! Juhu! Beste Wargaming-Firma of the ganze world. Wo landet der Kampfpanzer 07? Gegnerteam. Wo landet der Objekt 279er? Im Gegnerteam. Jawolski, Popolski, Pujanowski. Beste, wo gibt. Da kann ich nicht meckern, unfair Matchmaking, sein Vater. Ziele auf, keiner schießt. Falls jemand weiß, oder falls jemand meine Twitch-Streams anguckt, ja, ich fahre da nie wieder runter, weil die Leute sehr oft die Ziele nicht beschießen, was jetzt natürlich passiert ist, aber sonst nicht so passiert. Müssen wir mal gucken, ne? Wir haben ja noch einen Manticore. Vorsicht ist angesagt. Ja, der andere Scout ist definitiv hier in diesem Busch. Der Manticore. Ja, wir verlieren jede Menge HP da, ne? Weil die Leute da jetzt der Meinung sind, da reinbrettern zu müssen. Kostet ewig viel HP das Ganze. Ah, da ist er, jetzt haben wir den. Haben wir den zum Schießen gebracht, so hat er sich jetzt verraten.
Ja, wir verlieren da so massig an HP, das ist nicht normal. Ne? Die Leute raffen diese Map nicht. Ne? Du kannst auf Elalouf weiter hinten deffen, dann passiert dir das, was denen passiert, nicht. Ne? Es ist halt ultra schlecht gespielt. Wir haben da jetzt 10, 20.000 HP verloren innerhalb kürzester Zeit. Ja, ich kette die sogar mit HE, aber da kommt nichts. Hier dieser FV spielt jetzt gerade nicht mit. Unsere Arti fährt nicht weg. Ja. Ultra schlechtes Gameplay. Brutal schlecht. Hier, der fährt mit seiner Arti nicht weg. FV und Grille hinter mir hatten auch keinen Bock auf offene Ziele. Nee, wie gesagt, FV und Grille haben keinen Bock auf offene Ziele. Deswegen kann der Gegner da auch auf der linken Seite machen, was er will, ne? Nein, nicht vorfahren, Kollege, nicht. Ja, hast es halt nicht gerafft, ne? Er fährt halt vor und kassiert die ganze Zeit, ne? Er hat das halt nicht verstanden, dass er deinen Gegner herausfahren lassen muss, damit man auf den schießen kann. Hast du nicht verstanden, dass du da vorne nicht stehen sollst, ne? Vor allen Dingen auch nicht rausfahren sollst. Ja. Und er ist tatsächlich noch mal rausgefahren und hat sich wegschießen lassen. Ja. Funktioniert hier halt nichts, ne? Wie gesagt, Grille und FV spielen halt nicht mit. Grille, FV, Leopard spielen nicht mit, ne? Was soll ich dir sagen, Alter? Leopard komplett Full HP, hat aber gar keinen Bock. Ja, Grille fährt nochmal aufs offene Feld, ne? Schön HP spenden an den Gegner. Zack, von da aus gibt's jetzt einen Volltreffer. Jawohl, jawohl, so spielt man Grille, Brudi. Ja, einmal übers offene Feld schon alle HP verloren. Beste, wo gibt, Alter. Hori und unsere Grille. Beste Mitspieler. Mitspieler des Monats. Ja, gut gespielt, Grille. Gut. Leopard versteckt sich lieber, weil warum soll man seine HP auch am Ende des Spiels einsetzen? No. Bestes Team aller Zeiten plus zwei OP-Panzer im Gegnerteam ergibt Unfair Matchmaking made by Wargaming. Und das macht Wargaming jetzt schon wieder seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten, sowieso seit Jahren. Deswegen dokumentiere ich das auch. Das ist wirklich beschämend, was hier abgeht, wirklich.
Ne? Der eine ist Full HP, hat keinen Bock. Der andere, die anderen zwei TDs aimen nicht, wenn der Gegner da. Guck mal, als der Gegner da oben gepusht ist, ne, hätten unsere Grille und FV von hier aus da hochrotzen müssen. Ne? Dann hast du hier vorne noch so einen Hori am Ende, der die ganze Zeit rausfährt und sich die Schüsse einfängt. Und ja, was soll ich dir sagen? Ne? Der Drops ist gelutscht. Ja. Und tschüss. Perfekt. Ja, ratet mal, wie viele Panzer mit 0 Damage wir in dieser Runde haben. Ich schätze mal 5 bis 7 müssten es schon sein, ne? Ja, 10er Heavy schon mal 0. Ja, und die anderen Heavies, ne? Viel zu wenig Schaden. Das ist eine Schlachtergassen-Map, ne? Und der Gegner hat halt mal den 279er und den komischen Kollegen Kampfpanzer 07 bekommen, ne? Tja. Wie das so ist. Doppelt unfair Matchmaking. Heute habe ich halt nur so ein Matchmaking, ne? Den ganzen Tag. Und das Lustige ist, eine Runde davor hatte ich zwei Chieftains in meinem Team und wir haben auch das Spiel verloren. Hier, Chieftain Nummer 1, Chieftain Nummer 2 und trotzdem haben wir das Spiel verloren, ne? Weil der eine Chieftain hat 1750 Schaden. Und der andere, ja, 2150. Was jetzt nicht gerade viel ist für so ein doppelt Chieftain-Platoon, ne? Die sind hier auf dieser Map auf die Eisfläche gefahren und haben sich da abfarmen lassen, ne? Naja, das geht den ganzen Tag so, ne?